Liebe Zuschauer, ich bin heute in Berlin an der Technischen Universität. Dieter Breitschwert ist neben mir. Er ist Astrophysiker, guckt aber auf den Grund des Meeres. Jetzt müssen Sie uns natürlich schon erklären, was es da auf dem Meeresgrund so Interessantes für einen Astrophysiker zu finden und zu untersuchen gibt. Ja, also ich gucke nicht auf den Grund des Meeres, wenn ich das gleich berichtigen darf. Ich beschäftige mich mit Daten, die vom Meeresgrund kommen. Und das klingt vielleicht ein bisschen paradox, dass man, wenn man astronomische Objekte untersuchen will, wie zum Beispiel Supernova-Explosionen, man nicht in den Himmel schaut, das tut man zwar auch, aber in diesem Fall auf dem Meeresboden. Das liegt daran, dass wir Teile von diesen Supernova-Explosionen, die ausgeworfen worden sind, analysieren wollen. Und die befinden sich auf dem Meeresboden. Konkret gesagt handelt es sich da um radioaktive Isotope, die bei der Explosion gebildet worden sind und über viele Lichtjahre hinweg transportiert worden sind durch den interstellaren Raum und jetzt auf dem Meeresboden zu finden sind. Wenn ich Sie aber vorhin richtig verstanden habe in unserem Vorgespräch, dann ist es schon so, dass dieses Isotop aus Eisen, das Sie da nämlich genau untersuchen, dass das schon eine Art Solitär ist, weil es in Supernova-Explosionen vorkommt. Also das Eisen, das man findet in diesem Isotop, eben offenbar aus dem Weltraum zur Erde gekommen sein muss. Zum einen kommt es auf der Erde praktisch natürlich nicht vor. Wenn es bei der Entstehung der Erde vor 4,5 Milliarden Jahren da war, dann ist es schon komplett zerfallen jetzt. Und das ist eben die zweite wichtige Eigenschaft. Das hat eine Halbwertszeit von 2,6 Millionen Jahren. Und das ist genau der Zeitraum, in dem wir Supernova-Explosionen in der Nähe unseres Sonnensystems untersuchen wollen. Und es ist ja schon so, dass zwei an und für sich unabhängige Forschungsbereiche, nämlich zum einen mal die Untersuchung von Sedimenten am Meeresboden einerseits und astronomische Forschungen über Supernova-Explosionen, da jetzt eine Schnittmenge bilden. Und auf wundersame Weise, sollte man vielleicht nicht sagen in der Wissenschaft, denn die gibt es ja nicht, aber doch zusammenkommen, überraschend zumindest. Ja, das ist richtig. Also ist durchaus auch interdisziplinär zu nennen, weil die Kollegen, die Forschungen auf dem Meeresboden machen, normalerweise andere Interessen haben als die Astrophysiker. Und in dem Fall ist eben aber dieses Eisen 60 eine Signatur einer nahen Supernova-Explosion. Und deswegen ist es für uns ein glücklicher Zufall gewesen, dass man eben aus Sedimenten, die man schon früher geborgen hat, dieses Eisen 60 isolieren konnte und es eben dazu benutzen kann, um Modelle über Supernova-Explosionen in unserer lokalen Umgebung zu testen. Jetzt habe ich ja einen Begriff gelernt, der nennt sich lokale Blase. Das ist also eine Art Rauschen um unsere Sonne herum, die ihren Ursprung bei Supernova-Explosionen genommen hat. Könnte man das vereinfacht so sagen? Ja, ich würde es vielleicht ein bisschen dahingehend konkretisieren, dass es sich um eine Region handelt, ungefähr so 1200 Lichtjahre Durchmesser, in die unser Sonnensystem eingebettet ist, die aber nicht untypisch ist für die gesamte Milchstraße. Es gibt viele solcher Regionen und die sich dadurch auszeichnet, dass sie eine relativ hohe Temperatur hat, ungefähr 1 Million Grad heiß ist und eine sehr, sehr niedrige Dichte hat. Und deswegen ist es zunächst mal eine interessante Region für den Astrophysiker, um zu untersuchen, wie unser Sonnensystem in diese Region überhaupt reinkommt oder ob es schon immer drin gewesen ist und so weiter. Und Sie haben ja festgestellt, dass hier relativ häufig in einer gewissen Zeitspanne, die doch ein paar Jahrmillionen zurückliegt, Supernova-Explosionen direkt so vor unserer Haustür stattgefunden haben. Ja, also die Supernova-Explosionen, sollte man vielleicht erwähnen in dem Zusammenhang, sind im Prinzip die Motoren der Entwicklung einer Galaxie. Das klingt vielleicht paradox zunächst, weil eine Supernova-Explosion das Endstadium eines Sternenlebens ist, also sozusagen ein spektakulärer Abgang eines massereichen Sterns. Gleichzeitig birgt er aber wieder das neue Leben in sich, weil in so einem Stern werden die chemischen Elemente synthetisiert, die schwerer als Helium sind, also praktisch alles, aus dem wir bestehen, das Leben überhaupt. Und durch die Explosion werden diese chemischen Elemente ausgeworfen und eben in Planetensysteme bei ihrer Entstehung mit eingebettet, mit eingebacken. Deswegen haben diese Supernova-Explosionen eine eminent wichtige Funktion für die Entwicklung einer Galaxie, für die Entwicklung eines Sonnensystems und auch für die Entwicklung des Lebens schlechthin.
da haben Sie jetzt die Schnittstelle schon zur Biologie auch gebracht. Kann man sagen, dass diese Art von Forschungen durchaus auch die Biologie befruchtet und die Frage der Entstehung oder der Entwicklung des Lebens auf der Erde? Ist das ein Zwischenbereich, der jetzt in Mode kommt durch solche Art von Forschungen? Also das ist durchaus richtig. Wir hatten, nachdem wir eine Arbeit in Nature publiziert hatten, im April dieses Jahres auch viele Nachfragen bekommen von eben Biologen, auch von Paläontologen. Das greift durchaus in diese Richtung mit ein, denn wenn dieses Eisen 60 von nahen Supernovae kommt, was wir glauben, dann haben diese nahen Supernovae auch kosmische Strahlung erzeugt. Das wissen wir, dass die auch in Verbindung mit Supernovae entstehen. Und die, das wissen wir auch, haben durchaus Einfluss, wenn sie in der Nähe sozusagen entstehen, auf Leben auf der Erde. Es ist sicher nicht so, dass das Leben ausgelöscht worden ist durch diese Explosion. Dazu waren sie nicht nahe genug da. Aber dass es einen Einfluss gibt oder gab auf die Biosphäre, ja, sowas ist möglich. Ja, genau, das muss man jetzt genauer untersuchen. Es gibt mit den zeitlich korrelierenden. Ja, es gibt da interessante Zusammenhänge, zum Beispiel diesen Peak in dem Eisen 60, den man findet, vor 2,2 Millionen Jahren, der fällt auch zusammen und ein weiterer Peak bei 6 Millionen Jahren mit einem Übergang von der Biozän zur Pleistozän-Ära. Da weiß man, dass eine Abkühlung stattgefunden hat. Solche Abkühlungen können, das ist Spekulation noch, aber das ist eine Möglichkeit, können hervorgerufen werden durch kosmische Strahlung, induzierte Wolkenbildung. Und es mag klimatische Veränderungen gegeben haben. Es mag auch ein Zufall sein oder auch damit zusammenhängen, dass die Entwicklung der Hominiden damals einen Sprung gemacht hat, vielleicht durch die Abkühlung bedingt, ja, dass sozusagen aus den vielen verschiedenen Ästen, die wir kennen, nur Homo erectus übrig geblieben ist, aus dem sich dann Neandertaler und Homo sapiens entwickelt haben. Das sind jetzt Spekulationen, aber die haben durchaus zu tun mit diesen Dingen. Ich weiß von Kollegen, die untersuchen, welche Extinktionen zu den Zeitpunkten stattgefunden haben. Da gibt es tatsächlich also Erkenntnisse drüber. Und es mag eventuell in Zusammenhang mit solchen Supernova-Explosionen stehen. Ich betone immer, es mag, es muss nicht, aber das ist derzeit Gegenstand aktiver Untersuchungen. Die Supernovae, die jetzt bei uns da vorbeigezogen sind und jetzt auch allmählich sich wieder wegbezogen, da sind jetzt keine neuen mehr drin. Habe ich das richtig verstanden? Also die sind jetzt verpufft und Ende und aus. Jetzt können wir warten, dass irgendwann vielleicht mal wir wieder in eine andere Blase eintreten. Ist das so zu sehen? Ja, also für den Astronomen wäre es natürlich ein Glücksfall, wenn hier in der Nähe eine Explosion stattfinden würde. Auch wenn wir es nicht überleben würden, wäre es trotzdem ein Glücksfall aus meiner Sicht, weil wir würden sehr viel. Sie würden es in Kauf nehmen. Würde ich in Kauf nehmen, ja. Das Leben ist sowieso endlich. Und das wäre sicher etwas, wo man viele interessante Entdeckungen machen könnte. Aber wir können in dem Zusammenhang, glaube ich, Entwarnung geben. Wir haben wirklich alle Sterne untersucht. In einem Bereich von 1200 Lichtjahren. Wir haben also sehr wahrscheinlich auch keine Sterne irgendwie übersehen dabei. Und das ist die einzige Sternstromgruppe, die in der Nähe war des Sonnensystems, die wieder wegzieht, die noch, wie Sie richtig sagen, Supernova-Explosion haben wird. Aber die werden weiter weg sein. Das heißt, für die nächsten 10 bis 20 Millionen Jahre, denke ich, ist für die Erde gibt es keine direkte Gefahr. Wie ist denn die Thematik hinsichtlich der klassischen Astronomie, die ja bis heute eigentlich auf Hilfsmittel wie Sternwarten, also Teleskope oder auch Satelliten, Raumfahrzeuge, die sozusagen Beobachtungsinstrumente in den Himmel gebracht haben, angewiesen war? Ist das, was Sie jetzt hier machen mit dieser Auswertung von Meeressedimenten, wirklich ein Unikum in diesem ganzen Forschungsbereich Astrophysik? Oder ist es möglich, dass man noch andere Erkenntnisse aus dem Tiefen des Meeres gewinnt, astronomischer Bedeutung? Also ich sehe das als zusätzliche Informationsquelle, die man eben früher nicht erschlossen hatte. Es gibt durchaus auch andere terrestrische Informationsquellen, die man schon früher genutzt hat, zum Beispiel Meteoriteneinschläge, wenn man das beobachtet hat. Hat man Krater gesucht oder auf Himmelsobjekten wie dem Mond oder anderen, die keine Atmosphäre haben, kann man die Verkraterung sehr schön erkennen. Also das sind alles im Prinzip ähnliche Untersuchungen, wo man eben Einfluss auf einen Planeten oder auf einen Mond untersucht. Das haben wir hier jetzt auch gemacht mit dem Eisen 60. Es ist also nicht
die Frage, ob das jetzt besser ist oder schlechter wie Satelliten, sondern es ist einfach eine Zusatzinformation. Ich selber denke, dass man wahrscheinlich in Zukunft, wenn sich die Technik verbessert, kleinste Mengen zu messen von solchen radioaktiven Isotopen, wahrscheinlich noch mehrere untersucht werden können, vielleicht auch welche über einen längeren Zeitraum, sodass wir auch etwas erfahren können über Explosionen, die schon weiter zurückliegen, möglicherweise, also mit Isotopen, die eine längere Halbwertszeit haben. Wir hoffen auch auf neue Daten jetzt von einem Satelliten von Gaia, mit dem wir einen größeren Bereich sozusagen überdecken können in der Sternbewegung, sodass wir da mehr Informationen kriegen über das, was in dem Außenmedium der lokalen Blase passiert ist. Das ist ja in den Rechnungen, die wir gemacht haben, immer noch so ein freier Parameter. Wir wissen nicht genau, wie das Umgebungsmedium ausgesucht hat. Ich denke, das können wir dadurch lernen, indem wir diese Daten analysieren und so ähnliche Methoden anwenden wie bisher für die lokale Blase. Und das heißt also, diese Meeresbodenuntersuchungen oder Auswertungen der Daten für Astronomen sind schon ein Sonderfall und werden es wohl auch die nächste Zeit jetzt erstmal eher bleiben. Es ist nicht so, dass das jetzt eine Trenddisziplin wird in der Astronomie. Das ist immer schwer vorauszusagen. Was trendig ist derzeit, kann man sagen, sind diese Eisen-60-Untersuchungen, weil die hat man jetzt auf dem Mond gefunden, in Apollo-Proben. Man hat sie in kosmischer Strahlung gefunden. Man hat sie bei anderen Experimenten gefunden, wo man Positronen und Antiprotonen untersucht hat. Also das ist jetzt, glaube ich, momentan ein Thema, das relativ heiß ist. Verschiedene Disziplinen interessieren sich dafür, wo die nahen Supernova-Explosionen stattgefunden haben. Und man hat die jetzt vielfältig gemessen, auch Bakterien, die Eisen 60 inkorporiert haben. Ich würde denken, dass da über die nächsten 10 Jahre zumindest da noch einiges passieren wird. Ja. Also Eisen 60 sollte man sich merken, wenn man sich für astronomische Forschungen interessiert. Ja. Da könnte man noch einiges hören in nächster Zeit. Das werden nehme Sie, ich an, ja. Werden Sie selbst oder Ihre Arbeitsgruppe und Ihre Studenten, Postdocs, werden sich die auch weiterhin mit Eisen 60 befassen? Oder ist für Sie dieses Kapitel abgeschlossen? Nein, auf jeden Fall. Also wir haben, denke ich, jetzt da sozusagen einen Stand des Wissens erreicht, wo wir noch mehr machen können. Es ist zum Beispiel in einer Publikation, die auch zeitgleich mit unserer Arbeit in Nature erschienen ist, hat man noch einen zweiten Peak gesehen in dieser Eisen-60-Verteilung bei zwischen 6 und 8 Millionen Jahren, den man noch erklären muss, den wir auch noch nicht erklären können, aber indem wir unsere Modelle sozusagen verändern, glaube ich, sind wir in der Lage, den auch zu erklären. Und es werden, bin ich mir sicher, auch mehr Beobachtungen, mehr Messungen gemacht werden über die nächste Zeit, die wieder neue Daten liefern, die Modelle weiter einschränken. Und ich bin zuversichtlich, ich hoffe, dass ich das in meiner Lebenszeit noch sagen kann, dass wir wirklich relativ gut festlegen können, wann und wo die erdnächsten Supernovae in der letzten Zeit explodiert sind. Dann gibt es ja noch einiges Programm abzuarbeiten. Auf jeden Fall, ja. Also für Studierende ist es, glaube ich, jetzt auch ein Thema, dass wir in Zukunft vergeben werden für Bachelor, Master, Diplom und Doktorarbeiten. Ja. Gut. Dankeschön. Danke auch.